Hallihallo, ihr Lieben da draußen, und ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier bei D-Dream, dem Nostalgie-Projekt im LS22. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch mit dabei natürlich die Laura Schuster, aka Nicole. Hi. So, wir sind wieder auf dem Weg nach Hause. Also ich habe ich habe jetzt das letzte bisschen Flüssigdingo, was noch oben stand, leer gemacht und habe das in die Spritze reingefüllt. Ja, und jetzt geht's gleich mal los, nämlich aufs Feld. Was ist denn? Was machst denn du? Ich hab ein kleines Problem. Was ist denn? Ich hab mich zu voll beladen, oh nee. Ach so. Was du machen kannst, natürlich wieder ein bisschen ausschütten und dann hängst du die Walze hinten ran. Weißt du? Mhm. Oh, ich komme aber nicht wieder auf vier Füße. Die Frauen mal was alleine machen lässt. Jetzt. Ja, ihr Lieben, solche spektakulären Stunts seht ihr nur bei mir. Ja. Ich werde mal den Anhänger erst trotzdem mal beiseite fahren. Mhm. Oh nee. Was ist denn los? Fahr den mal weg, ja. Was machst denn du? Du sollst in den Anhänger reinschütten, ne? Ich höre dich nicht. Basti, vielen Dank. Kannst du mal bitte noch den YouTube-Link von Sven bei mir bitte noch reinknallen? Das wäre lieb, danke. So, Feuerfoot, moin. Wie sie das schafft, indem das Ding einfach hier vorne zu schwer ist. Das müsste eigentlich funktionieren, wenn du die Walze hinten anhängst. Passt das von der Höhe? Ja. Müsste eigentlich funktionieren, oder? Ja, ich glaube, ich bin noch zu schwer jetzt. Na, je höher du hebst, umso schwieriger wird's für dich. Ja. Okay, 50% gehen noch, über 60 gehen nicht mehr, merke. Okay. Obwohl, jetzt schaukelt der auch schon ganz schön. Ich finde den Frontloader irgendwie geil. Ja, toll. Kaputt. Das Licht vorne ist hin. Ich war nicht dran. Nicht klar warst du dran, aber dran. Volle Kanne. Ja, das Licht ist hin.
So, naja, gut, okay. Ich fordere den mal vor an den Feldrand. Jo. Aber du bist schon ganz schön weit, ne? Ja, sehe ich jetzt nicht so. Weißt du, was das Ding abbraucht? Kalk. Jetzt ist die Frage, wollen wir erst kalken und dann düngen oder wollen wir erst düngen? Erst düngen, dann kalken. Hast du damit gute Erfahrungen gemacht oder was? Ja. Okay. Kann unsere Seemaschine auch düngen? Nee. Nee. Warum? Weil wir da hätten dann gleichzeitig ansehen und düngen können. Wir sind hier in der DDR. Vergiss das nicht. Ja, hätte sein können, dass es damals auch schon ging. Deswegen frage ich ja. Ich weiß es ja nicht. Nee, das ging nicht. Och, das macht jetzt überhaupt nicht mehr mit hier. Was denn da? Der lenkt nicht so, wie ich es will. Wenn du nach rechts lenkst, lenkt er wohl sogar nach rechts und nicht nach links. Der hat gerade überhaupt nicht mehr gemacht. Also die Lenkung hier von dem Traktor ist scheiße. Also ja, ist doof. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Ich komme mit dem Bus echt gut klar, muss ich sagen. Hier über das Feld. Und geht's jetzt? Ja. Sehr schön. Warte, die Schaufel bitte zu weit unten. Ja, dass er dann nicht richtig lenkt, ist klar. Aber du bist schon ziemlich weit, ne? Mach sein. Ah, ich auskippen.
So, naja, dann haben wir doch das Feld bald fertig. Dann müssen wir halt bloß noch ansehen und dann sieht es doch gut aus. Ja, Basti, alles gut. Kannst du mal bitte noch den Dings reinhauen? Den YouTube-Link vom Sven bei mir in den Chat, bitte. Du bist schon ziemlich weit oben, oder? Wie oft noch? Oh, ach so, nee, hier bist du erst. Danke, Basti. Also mit der Schaufel ist ein bisschen schwimmelig. Die dann wieder runter zu kriegen. Ja, ja, hab ich ja gesagt. Das ist ein bisschen. Basti, was meinst du? Was schützt nicht? So, sieht doch ganz gut aus jetzt. Zusammen mit Düngen geht eigentlich ganz gut hier, das geht ziemlich schnell. Ich komme mal mit dem Feld hier mal bitte voran. Ja. Ja, müssen wir endlich, also das. Das muss ja einmal werden. Ja. So. Aber der Hälfte vom Feld haben wir wahrscheinlich schon, ne? Keine Ahnung. Also die Hälfte Steine gesammelt. Na, ich würde schon sagen, ein bisschen über der Hälfte, ne? Oder sogar mehr, ja. Geht jetzt mit dem anderen Steinesammler auch nicht so viel extrem schneller, finde ich. Oder? Ja, obwohl, man wäre vielleicht schon fast durch. Ich weiß es nicht. Hab ja damals oft Steine sammeln lassen auch. Ja, ich hab nicht oft Steine gesammelt im Grünfelder Land.
Ach so, Basti, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, alles gut. Hab ich gar nicht gesehen. Wir werden aber nicht mit der Spritze hier hinkommen, übers ganze Feld. Mhm. Das werden wir nicht schaffen. Das heißt? Ja, ich muss dann nochmal hochfahren. Ja. So, ist schön, schön, schön. Sieht gut aus. Sag mal, Tankstelle gibt's nur die oben beim Händler, oder? Keine Ahnung. Das fühlt sich nicht. Wow. Was ist denn los? Boah, jetzt wäre ich aber fast in den Wassergraben gefahren, du. Oh, hast mir jetzt Schrecken eingejagt. Habe ich mir gerade selber eingejagt. Hinter unserem Feld ist ein tiefer Wassergraben. Ja, ich weiß. Da wäre ich fast reingefahren jetzt. Mhm. Weil ich nicht wusste, dass da einer ist. Ja, so ging es mir mit den Flügen auch. Ist mir auch fast passiert. Okay. Schaltet der denn ständig in den Leerlauf? Was ist denn das für eine Scheiße? Die Birne geht aber vorne noch. Wahrscheinlich bloß die Scheibe demoliert. Das kann sein, ja. Wo kriegt man da so Ersatzteile her? Ja, ich denke beim Händler oben. Oder haben wir dann noch welche in der Garage liegen? Müssen wir mal gucken. Aber ihr Lieben, das gucken wir bei der nächsten Folge oder in der nächsten Folge. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Wir machen jetzt das Feld hier noch fertig. Und dann ja, werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge ansehen. So sieht's aus. Ansehen, Schweine vielleicht sogar schon holen. Müssen wir mal gucken, wie wir es schaffen. Wir müssen nochmal zum Händler hoch. Ich brauche nämlich hier noch Dünger. Meine Spritze ist nämlich soweit leer. Ja, es gibt viel zu tun, ihr Lieben. Packen wir es an. Und es gibt natürlich ein gewisses Ziel, was wir jetzt vor Augen haben. Alles tun, damit Schweine bei uns glücklich werden. Ja, bis dahin. Wir sind erstmal raus. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat.
Und ansonsten, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Glocke auf aktiv und ein Abo dalassen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und ciao. Ciao.